So, na dann. Schauen wir doch nochmal. Gehen wir nochmal in die Küche. Alter, ich hab keinen Plan mehr. Hast du nicht Bretter gefunden und wir sollten die wunderbare Trap reparieren? Ja, aber uns fehlt uns noch ein Brett. Ein Brett fehlt uns noch. Ja, also, yes, nee. Ja, auch schon. Ein Brett. Was hatten wir denn noch mit dem Hammer vor? Mit dem Hammer hatten wir da auch noch irgendwas vor. Warte mal, hier müssen wir durchwischen oder sowas, wa? Wie geht's mit dem? Oh, warte mal, wir können doch mal probieren. Ah, schade. Oh, hier, hör mal. Ja, na, warum zeigt er mir denn das Licht an? Eine bizarre Tour. Ein Arm scheint jedoch zu fehlen. Ja, das hat man von mir. Warum glänzt er hier? Wo geht's denn dahin? Oh Gott, hier geht's ja noch weiter. Da ist noch ein Brett. Hier ist ein Brett. Brett, the Hitman Heart. Wir haben the Brett. So, okay. Die Griffe fehlen. Natürlich fehlen die Griffe. Ja, ah, kannst wir du haben anhammern. Ein paar Nägel gefunden. Du fehlst mir so sehr, Holly. Ein Bild von meiner Schwester und mir. Wenn sie immer an mich gedacht hat, warum hat sie mich denn nicht kontaktiert? Fragen über Fragen. Nichts. Das Schloss ist völlig verrostet und es lässt sich nicht bewegen. Hm. Ah, der Rest ist auch eher nicht der Fall. Schauen wir mal da. Oh. Und selbst der Abdruckknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Das ist halt immer total geil in diesen Möbelbildern. Irgendwie der Eimer steckt ja im Eis fest. Auch das ist klar. Ein vierstelliger Zahlencode. Hatten wir schon einen vierstelligen Zahlencode irgendwo gefunden, Benny? Nope. Nope. Okay. Und hier, lass mich raten. Verrostet und kaputt. Leider kann ich die Tür nicht eintreten. Wahrscheinlich brauchen wir hier einen Schraubenzieher. So, hier haben wir Blut. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anders in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte. Und gestern habe ich es im Flur gesehen. Ja, das ist ja schön. Ich weiß, dass ich jemand gesehen habe. Das ist wohl Blut. Vielleicht befindet sich etwas darin. Leider kann ich nichts erkennen. Ja, was, muss man hier vielleicht mit Schwarzlicht arbeiten? Aber dann würde ja, alles Blut leuchten, ne? Irgendwie bei Schwarzlicht. Ja, das würde ja, glaube ich, dann... Ja. CSI Miami? Ja, CSI Miami. Hier scheint ein Medaillon zu fehlen. Vielleicht kann ich die Tür öffnen, wenn ich es finde. Ja. Na, dann würde ich mal probieren, die Treppe zu reparieren. Ah, ist ja notdürftig, aber es dürfte halten. Ich kann weitergehen. Ich könnte versuchen, dort lang zu laufen, aber ich möchte nicht herunterfallen und mir die Beine brechen. Hä? Willst du mich verarschen? Warte mal. Da, hör mal, einen alten Zimmermann wie mir, lo. Mach's doch nicht vor. Genau. So einen alten Amisch. So, schön, was haben wir denn hier? Oh, ein weiteres Medaillon. Und ein Foto. Ich erinnere mich an dieses Bild. Großvater hat es aufgenommen. Moment mal. In dem Haus kann niemand anders gewesen sein, aber wer steht da am Fenster? Mutter schloss die Tür zum zweiten Stock immer ab. Wir durften nicht nach oben gehen. Tja. Haben wir vielleicht einen vierten oder einen dritten Zwilling besser gesagt? Was ist das? Ich glaube, sie war nicht sicher, vor was sie sich schützen wollte, denn die Amulette sind alle sehr vielseitig. Ja, okay. Na gut. Finden wir ansonsten noch irgendwas? Nein, das... Warum hat meine Schwester so viele Bücher über das Übernatürliche und die Dämonologie? Tja.
Oho. Tja, das ist jetzt wenig erwartend nicht aufgegangen. Was haben wir denn hier unten? Was ist denn das hier? Achso, ist, nein. Ah, können wir hier vielleicht, Nö. Nö. Ja. Hurra, eine Taschenlampe. Oh, was ist das, eine Krähe? Achso, kannst du jetzt die Taschenlampe mit dem Schwarzlicht zusammen... Combination? Oh, na, das wäre ja... Nee, leider schade. Nicht. Schade. Aber wäre schön gewesen. Schöne Idee, Benny. Du alter... Hoteltester. Hoteltester? Warum hat meine Schwester ja? Warum? Warum? Und warum? Ja. Ja. Ich brauche die richtige Kombination, um die Schublade zu öffnen. Ah! Oh, das ist die Umwelt. Das Haus sieht verlassen aus, aber warum sind noch alle Lichter an? Ja, und das fällt ihm ein, wenn er hier oben auf... Was ist denn das für ein Quatsch? Dass er da oben findet, da jetzt irgendwas Schönes? Nee. Sind wir denn überhaupt jetzt hochgegangen? Also sind wir jetzt in der oberen Etage? Wir sind in der ersten Etage jetzt. Okay. Na, was haben wir da? Oh, oh, hör mal, hör mal. Komm her, du. Zack, und zack, und jetzt werden wir die Scheiße hier mal drehen, du. Musst du auf die Pfeile drücken? Ah. Nö. Es. Ah, okay, alles klar. Ach, das ist ja fies. Das ist ja fies. Warte mal. Nee? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, der unten hat gleich gepasst. Die beiden würde ich wahrscheinlich nochmal tauschen. Meinst du? Ja, Benni, du. Alter, Wimmelbildprofi, du. So, und wir haben eine Autobatterie gefunden. Wow. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Brauchen wir die für irgendeinen Generator oder irgendwas? War da nicht was? Oh, eine Zange. Eine Zange. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, um sie zu entfernen. Warum muss man was? Wie? Was? Was? Wer will sie denn entfernen? Wahrscheinlich die Gitter. Okay. Ja. Oh, da ist eine. Genau. Die junge Holly. Ich war 11, als Mutter starb. Heather hat mir erzählt, dass ich sie gefunden hatte, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Danach war alles nur noch sehr seltsam. Nichts war mehr, wie es einmal war. Ich versuchte alles zu reparieren, unser Haus und auch unser Leben. Ich wollte alles wieder zum Guten wenden, doch die Tür zu ihrem Zimmer blieb verschlossen. Unsere Großeltern stritten wesentlich mehr. Kurz darauf zog Großvater in seinen Schuppen und starb dann ganz allein darin. Dann wurde Großmutter krank und wir mussten in ein Internat gehen. Sie schoben sich gegenseitig die Schuld an Mutters Tod zu. Und was hat das gebracht? Als meine Großmutter starb, habe ich mir mein eigenes Leben aufgebaut. Eieiei. So, kann ich jetzt diese Zange nehmen? Und hier immer... Nee, macht er nicht. Da ist doch was, ja. Aber kannst du hier nicht einfach... Nee. Brauchen wir anscheinend eine Heckenschere für? Etwas blockiert die Tür. Tja, Benni, was haben wir? Wir haben eine Batterie, wir haben eine Taschenlampe und wir haben eine Zange. Ja. Mach mal was draus, MacGyver.
Genau, gehen wir nochmal kurz ins Wohnzimmer. Haben wir hier nicht noch irgendwas mit der Uhr oder irgendwas mit dem Aquarium? Ne? Achso, genau. Und der Schraubenzieher. Da ist noch ein Schraubenzieher drin. Ein Schraubenzieher, sag ich schon. Das, genau. Ein Engländer. Da ist ein Schraubenschlüssel drin. Mussten wir noch was mit dem Aquarium? Nee, bei dem Aquarium war ja quasi das Wimmelbild schon gelöst. Ja. Wir könnten vielleicht nochmal irgendwie zurück in den Flur oder irgendwas hier vorne waren. Ja, vielleicht noch hier. Was ist hier oben nochmal? Ach hier, guck mal hier. Bababam, bababum. Haha! Ah! Oh, Cash, Money, Money, Cash. Mit einem Dollar kann man sich heutzutage nicht einmal mehr einen Kaffee kaufen. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Nutzlos, ein Schwamm. Hurra, jetzt können wir sauber machen. Ach so. Ich dachte schon, dass ich hier etwas Besseres finden würde. Für die Küche. Exactly. So, Kühlschrank, ne? Oder? Ja, wo oben die... Oh, jetzt hier mal... Ach nee, warte mal, trocken. Warte mal, kannst du den da unten? Wo ist denn da? Hä, da leuchtet doch. Achso, nee, ist nur das Lämpchen, oder was? Da in der Ecke. Vom unten, vom Kühlschrank. Ja, das ist doch... Können wir den Bleistift hier mal durchwischen? Nein. Oder brauchst du Wasser, weil da steht trockener Schwamm. Dann wird es wahrscheinlich, genau, das wird sein. Wir werden den Schwamm erstmal nass machen müssen. Hier könnte ich etwas befeuchten. Na, dann befeuchte doch mal den Schwamm. Sehr gut. Jetzt wische mal... Nee, macht er nicht. Okay, aber was können wir jetzt mit dem Schwamm machen? Wir können jetzt irgendwas freiwischen. Entweder abbütteln oder... Hier, the blood vielleicht. The blood on the floor. Oh, das ist natürlich eine Idee. Nee. Nee. Wir hatten noch am Wohnzimmer an der Wand stand noch was mit einer Schrift. Da stand noch was mit einer Schrift? Ja, an der Wand. Da hatte jemand was an die Wand gekrägelt. Da links über dem Fernseher. What the? Ja. Kannst du da irgendwie mit dem Schwamm? Nope. Nee. Okay. Nope. Was ist noch dreckig und was muss noch gewischt werden? Wo kann ich denn hier nochmal was sauber machen? So, hier. Ach, guck mal hier. Ah, Schakalaka. Na, nicht nur das, sondern auch das Schwarzlicht. Genau. Nice. Ach, und hier ist der Code. Ja, warte mal. Notiere. Ja, notiere. Vor allen Dingen notiere. Ich mach davon. Notiere, Notar. Und schreibe es auf, Schreiberling. Ich mach jetzt hier so ein Screenie davon, so, bums, die rums, hab ich. Nice, und wart jetzt das Einzige? Ich hoffe. Das war oben, wa? Ja. On the first floor. On the first. Ja, hier, ne? Da. Okay, jetzt. Das ist ja Quatsch. Also, wozu habe ich jetzt ein Foto gemacht? Alter. Ja, das hat sich jetzt schon in totale Umstände gezwungen, wa? Ja. Oh, wir müssen wimmeln. Wir müssen wimmeln, Benny. Müssen wir? Wir müssen wimmeln. Was ist denn wimmeln? Trial and Error? Nee, wir müssen jetzt kleine Sachen sammeln, die wir innerhalb dieses Bildes quasi mit anderen Sachen interagieren, um nachher irgendetwas Bestimmtes zu bekommen. Oh, jetzt hat er was hinzugemacht hier. Also wir haben jetzt gerade eine Nagelfeile bekommen. Okay. Überlege, was wir mit der Nagelfeile jetzt hier machen. Schloss knacken. Klasse. Schloss knacken. Nee, hier ist noch was. Also, hier. Ja, noch ein Brief. Da machen wir mit der Nagelfeile vielleicht mal einen Brief auf. Das geht nicht. Schade. Was gibt's denn hier noch Schönes? Fledermaus töten damit. Nein, böse. Da links ist noch was. Genau. Eine sichere Oberfläche, um etwas zu verbrennen.
Und da könnte ja der Briefumschlag gemeint sein, dass man den verbrennen könnte. Die Glocken fehlen. Mhm. So, der Brief wurde abgelegt. Der Griff fehlt vielleicht. Kann ich es irgendwie öffnen? Ah, vielleicht mit dem... Wobei, macht doch gar keinen Sinn, oder? Doch. Okay. Gewicht. Dann packen wir das Gewicht immer auf die Waage. Ah, gibt's jetzt Streichhölzer. Streichhölzer? Das war bei Gran. Oh, mit Bienen. Wie schön. Aha, und wir haben einen Schlüssel. Okay. Den wir aber, glaube ich, so nicht anfassen können. Dann musst du wahrscheinlich mit Wasser oder mit dem... nicht Wasser. Kannst du nicht die Flasche aufnehmen daneben? Ich brauche einen Flaschenöffner. Aha. So, okay, wo... Vielleicht... Da nehmen wir den. Oh, plump. Flump. So, we got a key. With a key, we use it in a keyhole. And we find a strick zum Erhängen. Super. der Griff. Okay. Ach, die Glocken. Ja, für oben, für die Uhr. Okay, wir haben eine Schere. Mit dieser Schere zerschneiden wir was? Ah, oh, Seil. Ein Stück, ist das sauer. Das ist mal. Ach, Leute. So, hanebüchene Scheiße hier, ey. So, das könnte nützlich sein. Das, der ganze Eiertanz für das Seil. Okay. Was machen wir mit dem Seil jetzt bitte? Mit dem Seil können wir jetzt nach oben klettern. Da müssen wir jetzt ein Gewicht ranbringen. Nach oben? Ja, gehen wir nochmal zurück. Der Mond ist heute Nacht wirklich sehr groß. Da, nach oben. Hier? Ja, da ganz bestimmt mit irgendeinem. Also brauchst du wahrscheinlich noch ein paar Sachen eigentlich. Sowas wie, weiß ich nicht, Gewicht, Gegengewicht, was so. Du nach oben werfen kannst und so ein Kram.